Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir können gleich mal wieder aussteigen hier. Was für dich? Denn folgendes: Ferrum 3 wird einfach gar nicht mal angezeigt bei uns in der. Wohin das alles wohl führt? Danke, du hast was für mich. Du kannst wohl Gedanken lesen. Na, du hast doch gerade eben noch gesagt, du hättest was. Okay. Sedativum. Sedativum, was hast denn du vor mit mir? Heute Abend? Ja, warum einige Sachen hier nicht angezeigt werden, obwohl sie es sollten? Ich glaube, ich habe die Lösung durch hartnäckiges Nachdenken herausgefunden. Ich denke mal, es liegt alles daran, dass die ganze Geschichte hier nicht richtig verbunden ist. Nämlich werden wir wohl zum Helium-3-Lieferanten nochmal hin dürfen. Unserem Helium-3-Lieferanten. So. Darum geht das Ganze. Hoffe ich, glaube ich, befürchte ich, glaube ich. Wir werden nochmal eine. Ah, mal gucken. Wir werden hier nochmal so eine Standard. So ein Standard-Frachtling bauen. Frachtling bauen dürfen. Eisen und Beryllium brauchen wir dafür. Ja, wir fahren ja sowieso dann nach Eisen jetzt hin. Ja, Schwerelosdraht, was ist das denn? Warum Schwerelosdraht? Wir haben doch unser Inventar aufgeräumt. Aluminium übrigens auch. Warum? Warum haben wir denn Schwerelosdraht? Beryllium auf jeden Fall brauchen wir und Eisen brauchen wir. Eisen bekommen wir da, wo wir hinfahren. Aber lasst mich noch mal gucken. Wir haben kein Schwerelosdraht dabei. Ah, okay, ich verstehe. Das erklärt jetzt auch dann die Menge an. Hier. Das erklärt auch die Menge an Aluminium. Schwerelosdraht wird unten in einem der Lager sein. Dann läuft das so, wie ich es mir dachte. Wenn man sich Lager dorthin stellt, dann muss man nicht immer überladen rumlaufen, wenn man bauen will. Da wird dann automatisch auf das Lager zugegriffen. Finde ich eigentlich eine ganz schön gelöste Sache. Gefällt mir. Ja, also wir brauchen aber trotzdem dann jetzt Schwerelosdraht, Aluminium und Beryllium. Müssen wir mitnehmen. Kommen wir nicht drum rum. Nehmen wir mal auch ruhig ein paar mehr mit. Wir haben es doch, oder? Schwerelosdraht. Beryllium und Aluminium. Oh, da haben wir nur 4 Beryllium. Ah, da müssen wir mal. Wir müssten mehr haben eigentlich. Ach so, wir haben es ja erst angefangen abzubauen. Aber mehr als 4 sollten wir trotzdem haben, finde ich. Iridium, Palladium, Gold, Uran, Iridium, nee, Beryllium brauchen wir. Hatten wir doch so viel letztens Blei? Blei? Uran, Palladium, Palladium. Ich glaube, auf dem Planeten, auf dem Eisen abgebaut wird, wird auch Beryllium abgebaut, aber sicher bin ich da jetzt nicht. Kupfer, Gold, Blei. Ja, vielleicht ist das wirklich das letzte Beryllium, das wir haben. Dann müssten wir erstmal nach Mittelplate und da ein bisschen Beryllium holen. Ja, dann können wir auch gleich von da aus können wir dann auch gleich Helium mitnehmen.
Titan. Ja, Beryllium. Okay, wer ist das denn? Beryllium, Eisen. Naja, wir können zwei. Können wir jetzt bauen. Obwohl, Aluminium. Ja, dann nehmen wir hier so einen Klumpen Aluminium mit. 150. Ja, und ein bisschen Eisen auch. Wenigstens so 40. Ja, 40 sollten wir mal mitnehmen für zwei. Wow, das heißt, wir dürfen jetzt erstmal... Ach, verflixt. Wir müssen dann ja auch noch die Boxen bauen. Wir brauchen dann ja auch Lagerplätze. Also Helium 3 dürfte kein Problem sein. Müssten wir da haben. Beryllium, ja, doch, die anderen, ist doch alles vorbereitet. Nur es läuft nicht im Moment. Das müsste dann da rein und da raus. Und dann adaptive Rahmen, was ist? Adaptive Rahmen sollten wir noch mitnehmen. Adaptive Rahmen. So. Aber nachher schön wieder bringen. Du meine Stimme vermisst, was? Ja, da weiß ich jetzt nur nicht, wie wir das machen. Eigentlich müssen wir dann ja einen Platz bauen. Ja, gucken wir uns das erstmal an auf der Karte. Ist gerade ein bisschen laut hier. Also, wenn ich das richtig verstehe, das Ganze, müssten wir einen Platz auf dem Mond mit dem Helium 3 erstmal bauen. Wo haben wir Helium 3? Pink, Cuprum, die fliegen noch gar nicht. Pink Alu? Ich glaube, die haben wir auch irgendwie nicht auf dem Schirm. Da fehlt auch was. Helium 3 wahrscheinlich. Und Pink Helium. Genau, da müssten wir nochmal einen hinstellen. Da können wir auch gleich zwei haben. Nee, wir können nur einen stellen, weil wir dann sonst zu wenig Material haben. Okay, da landen wir mal. Verlierst du eine Weltraumschlacht, kannst du per Grav-Sprung in ein anderes... Ich weiß gar nicht mehr, auf wie vielen dieser unbewohnbaren Welten ich schon gewesen bin. Ja, merkwürdig, oder? Das hier ist pink. Das ist doch Pink Helium hier, oder? Ja, das läuft hier auf jeden Fall. Thank you.
So, dann dürfen wir einen Frachtlenk hier hinbauen. Nochmal. Moment, wo ist dann... Ach was, das läuft hier alles über einen Verteiler. Ja, dann... Bauen wir den Frachtlenk eben hier hin. Mal Helium 3 bräuchten wir hier gar nicht zu füttern. Egal, wir das ist der Ausgabe ausgehend, ja, genau. Dann brauchen wir hier nochmal einen auch an ausgehend hier Ausgabelink. Ja. So, dann müssten wir noch sagen, wohin damit? Oh, wir können hier atmen? Kein O2, aber wir können hier atmen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist okay. Vielleicht, weil das unsere... Vielleicht, weil das hier unsere Außenposten ist. Nee. Der sollte jetzt nach Ferrum 2 gehen. Können wir ja gar nicht machen. Ausgehende Ressourcen. Da müsste dann aber auch schon ja Helium 3 hier so langsam reinkommen. Warum können wir hier atmen? Doch, wir haben keinen Anzug ausgerüstet, nichts. Das ist ja merkwürdig. Jetzt nach Ferrum. Das war das erste, was wir auf XL1 müsste Ferrum legen. Pink Ferrum. Ja, hier ist auch keine Gefahr mehr, was merkwürdig ist. Wahrscheinlich brauchen wir keine Anzüge mehr. Ach, das ist unser. Pink Ferrum. Das ist komisch. Der sieht ja Eos nicht. Und Pink Alu sieht er auch nicht. Warum? Auch hier sind die Ausgabebehälter wieder grau.
Xenon? Ist hier drin Xenon? Wieso ist denn da Xenon drin? Was ist denn das hier? Frachtlink eingehend. Wo haben wir denn Xenon herbekommen? Eisen ausgehend. Genau, das wollen wir verschicken. Großbehälter für Gase. Genau, hier ist nämlich kein Helium-3 drin. Dann brauchen wir hier also einmal den Frachtlink hier. Damit hier Helium 3 ankommt, ja? Den jetzt für Helium 3? Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Wir haben in dieser Folge ein bisschen ja unsere Interlinks versorgt. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.